Ein herzliches Willkommen zurück zu Holdfast Nations at War. Die Herbstwache ist angesagt. Eine schöne Landschlacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Map kenne. Die Mühle sagt mir was, aber ich glaube, es ist eigentlich eine andere Mühle, die ich kenne. Wir kämpfen natürlich an der Seite von Österreich, schnappen uns jetzt zu Beginn erstmal ein bisschen Unterstützung. Gucken mal, ob der auch richtig ausgerüstet ist. Ja, ist er. Weil wenn man Erfahrung hat, kann man hier bessere Waffen. Die sind nicht wirklich besser, aber naja. Also, Prinz Eugen. So, jetzt gucken wir uns das mal an, ob ich die kenne. Doch, oder? Wenn da vorne ein Dorf ist, erkenne ich's. Hey, die kenne ich gar nicht. Ah doch, einmal habe ich die, glaube ich, gespielt. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin soll. Geh mal hier hin. Ah, hier sind einige Jungs von uns. Oh, ein Mörser, cool. Da ist auch schon der erste Gegner, der einem auf die Eier geht. Den sie nicht niederknüppeln. Doch jetzt. Hier ist doch schön. Kann hier genüsslich zuschauen. Gehe hier kein Risiko, glaube ich, ein. Aber ich buff nicht alle, also gehen wir doch noch ein bisschen mehr vor. Geh mal hier in die Mitte der Zelte. Oh! Ah, das war nix. War schon tot, aber Doppel-Tape besser bekanntlicherweise, ne? So, gleich gibt's wieder Musik. Geduldet euch, Männers. Komm, hier oben ist sicher auch schon. Ah, jetzt muss dieser Fahnenspack da so dumm rumstehen. Hier finde ich schön. Der Vorteil am Fahnenträger, merke ich gerade, er kann schießen und die Fahne gleichzeitig tragen. Das kann ich natürlich nicht. Könnte man auch noch ein bisschen hier hin. Aber weiter gehe ich glaube ich nicht vor. Ja! Weiter gehe ich dich vor. Schade, Feldarzt gibt's schon, also dann nehmen wir uns mal den leichten Infanteristen. Gucken auch gleich, wie er von der Bewaffnung ist, ob da alles. Nee, passt da nicht. Ich habe hier zwei. Komm vor! Lang lebe der Kaiser! Dr. Bobby. Gucken wir uns das mal an hier. Sollen wir wieder zu diesem einen Ort, wo wir vor waren? Find's da, glaube ich, cool. Shepherdman. Ich sehe gerade noch nichts hier irgendwie. Wieder zu diesem schönen Ort. Der Scharfschütze hat ihn nicht erwischt. Würde mal interessieren, was mich vorher hier so dumm erwischt hat. Sehr schön. Zylinderman. Ist eigentlich hier ganz nett. Wenn hier immer wieder welche hochkommen. Oh, schade. Dann die so schön dicht beieinander. Wer lebt auch noch?
Achtung, da kommt einer von links. Siehst du den? Sehr schön. Ach, das sind ja auch die Gegner. Gerade. Geht auch in Deckung. Leute. Gefährdest mich mit dann. Jetzt werde ich mein Lebtag nicht verstehen, warum der seinen Arsch hier nicht nach unten begeht. Wer ist noch dümmer? Ja. Ist ja auch nur ein dummer Kopf gewesen. Anscheinend fange ich jetzt eine, weil ich hier gerade so die Fresse aufgerissen habe. Was? Erst zwei habe ich erwischt. Aber das Schöne ist, wir führen. Was sieht man denn alle? Hier ist einer. Ich nicht erwischt. Da hinten an der Brücke. Ich stehe hier aber nicht schlau, sehe ich gerade. Aber in das blöde Haus brauche ich auch noch gehen. Fängst du wahrscheinlich auch in unterbrochen in die Kugel ein. Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gucke mir mal die Gegend hier an. So, hab ich dich. Ja, hier finde ich es, glaube ich, ganz witzig. Hier finde ich es gut. Kann man ein bisschen weiter vorne noch oder dann. Kann man den gut auf den Sack gehen, glaube ich. Komm, den schaffst du, den Fahnen. Shit. Ja, das war doof. Wir waren auch keine Österreicher Freunde mehr. Unterstützung ist noch genug da, also bleiben wir bei dem. Warte mal, kann ich da nicht ein bisschen in eine andere Position vorrücken, die weiter vorne ist? Schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Position, wo ich noch nie war. Okay. Oh nee, die gefällt mir eigentlich nicht so. Vor allem, dass dieser Artillerie-Man hier schön vor sich hin lädt. Finde ich gar nicht witzig. Nee, hier will ich nicht sein. Probieren wir das aus. Auch nur einer, der hier verteidigt, oder? Wo bin ich? Oh Gott, direkt. Ist auch nicht so prickelnd, aber jetzt gucken wir mal. Vielleicht können wir da hier über diese. Nee, das ist keine schöne Position. Vielleicht gehen wir doch mal ins Haus. Boah, was ist hier los? So, schön. Oh Gott, wie ist der nicht? Er hat mich nicht gesehen. Hier ist gefährlich. Einer direkt mal umgekippt. Boah, jetzt kommt hier aber einiges. Ja, nein, 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 geh weg!
Aber wir führen ordentlich. Ich guck mal hier von oben wieder ein bisschen. Ja, aber vorsichtig. Schieß ihn erstmal direkt ins Gesicht. So, jetzt gehen wir wieder ein bisschen vor. Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr hübsch hier. Nur aufpassen, dass ich hier nicht... Geilo! Das tat weh, was wir jetzt gerade erreicht haben. Das war richtig gut. Okay, hier ist noch was. Aufpassen, ein bisschen hier zurück. Oh, jetzt stehe ich dem auch im Schussfeld. Also richtig glücklich fühle ich mich nicht, aber ich will halt uns da auch ein bisschen in ihre vordere Position wurde verschoben. So schön. Bleibt nochmal kurz hier in der Senke. Gucken mal. Okay, zum nächsten Bau. Ja, dann ein Schuss. Warte, die Hocke. Sauber! Das ist auch so ein dummes Zelt. Auch einer. Ist es ja das Gegner. Doch, das ist schon Gegner. Witzig, wenn wir die Ruine halten könnten, wäre es gut. Das Zelt ist weg, das ist prima. Ein Stück vor. So, das war's. Ah, nee, shit. Fange ich mir eine. Oder doch nicht. Glück gehabt. Das sind welche, die habe ich gesehen. Ja, lass dir Zeit. Du bist hier eigentlich ziemlich gut. Bleib so stehen. Ja, 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 ja. Oh Gott. Alter. Ach du Scheiße. Hätte ich ihn mal getroffen, ne? Wenn jetzt nicht so viele meiner Brüder gefallen. So, was haben wir da? Ich sehe nichts. Bisher nur Österreicher. Ja, ja. Großer Exer. Kleine Lumpen. Hier wird rumgefummelt. Hier ist vielleicht noch was. Ja, ja, da ist tatsächlich noch was. Im Moment, ja, okay, das war's. Aber hier noch was. Und dann war's das. Haben wir einen schönen Sieg gehabt. Das war jetzt ein sehr schönes Match. Und ich muss sagen, mit dem leichten Infanteristen, das war auch ganz nett. Ihr seht schon auf der Minimap, wo die roten Pfeile sind. Died instantly. Achso, okay, jetzt kenne ich. So, wo steckt der? Wo ist der? Denn der Höhle? Wenn die meine die Höhle runterfallen. Und hier auch. Oh. Im Haus? Ja, er ist im Haus. Gucken wir mal, jetzt haben sie. Das war's. Die Österreicher haben den Sieg errungen. Sehr schön. Ja, dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es Laune bereitet. Und ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.